kleine Kröte. Na, Puppis. Kleine Bibi. Nicht klauen, kleine Maus, Maus. Na, nicht klauen. Yummy, yummy. Emmy, Emmy, oh, guck da, oi, mmm, das schmeckt. Lili, Lili, junger Mann, lass das sein. Langsam. Pupsi. Pupsi. So, Friends, nach der abendlichen Runde und Essen, ne? Habt ihr eine gute Mahlzeit gehabt? Ja. Ja, die Medikamentenvergabe ist immer mit Leberwurst. Und, ja, natürlich kriegen die anderen auch ohne Medikamente ein Häppchen ab. Ne, jeden Abend, ne? Genau. Ja. So, ich gehe dann gleich schlafen. Wir haben aber auch erst kurz nach 7. Aber heute schon hat wenigstens ein bisschen die Sonne geschienen. Zwischendurch. Der Himmel war wieder blau. Und morgen steht Einkaufen an, beziehungsweise Termin für die Emmy machen beim Tierarzt für ihre Injektion jeden Monat. Und dann muss ich Wäsche waschen unbedingt und zur Apotheke, weil die Medikamente werden nämlich alle, die sind fast leer. Von daher brauche ich ganz viel Nachschub. Mit den 3 Leishmaniosen ist da ein bisschen mehr jetzt, gell? Dementsprechend wird das morgen wieder ein stressiger Tag, wie meistens, wenn man einfach Erledigungen machen muss. Egal, ob es Wasser tanken ist, ablassen ist, ja, Wäsche waschen, das hasse ich eigentlich am meisten, weil man da einfach immer vor Ort stehen muss. Aber in der Zeit, wo ich dann Wäsche waschen kann, in so einem SB-Waschsalon, dann kann ich dann eben Medikamente einkaufen, zum Tierarzttermin machen. Vielleicht kann ich auch sofort machen. Vielleicht können wir das sofort machen, das wäre natürlich top. Ansonsten, ja, muss ich dann eh die Woche nochmal los. Aber das ist ein Erledigungstag morgen. Und ich denke mal, so Mitte der Woche, wir haben jetzt Montag, nee, heute ist Sonntag, also Montag, morgen ist Montag, dann werde ich die Woche nochmal zum Strand fahren, ein bisschen Abwechslung, wie immer. Ja, und jetzt, Tobi kuscheln. Gute Nacht. Good morning. So, ich habe mich ein wenig gerichtet und natürlich Käffchen. Der muss morgens immer sein. Im Moment, ich weiß, ich habe so eine Routine jetzt, dass ich vor der Arbeit immer schön meinen Kaffee trinke, solange es noch recht frisch draußen ist. Also wenn jetzt draußen die Sonne scheint und du hier drin schon eingehst beim Aufwachen, dann trinke ich natürlich keinen Kaffee mehr. Aber eine Schmuserunde. Die zwei haben sich jetzt dazu gesellt. Die mussten heute Nacht draußen, also vorne schlafen. Nicht draußen schlafen, um Gottes Willen, aber vorne schlafen. Die anderen 3 Honkys, die Minimäuse, liegen noch unter der Decke. Ich gucke jetzt noch ein bisschen YouTube. Und dann geht es los. Heute ist ein harter Tag. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern weil ich Wäsche waschen, einkaufen. Ich habe es ja gestern schon erzählt. Deswegen, los geht's. Hau ruck. Tja, jetzt gerade merke ich, dass der Maxi sich da am Rumlutschen ist irgendwo. Hier. Und zwar hat er da ein Loch, ein kleines Zahnloch. Ich habe es jetzt schon mit Jod, was ich gerade hier habe, habe ich das schon ein wenig geflickt. Jod bringt da am meisten und ganz einfache Hausmittelchen, da braucht man nichts Teures verkaufen. Und ja, das kommt davon, wenn man hinterher rennt und spielt und zu stürmisch ist, ne? Ja, bei dir muss ich auch mal aufpassen. Ich muss bei allen immer aufpassen.
Ne? Gerade wenn die so hinterherrennen und dieses Spielen, was die zwei machen, das ist ja nochmal was anderes, als wenn die nur hinterherrennen, wie die anderen schon mal mitmachen. Ne? Genau. Da muss man aufpassen, weil die haben so dünne Haut und deswegen haben die auch überall die Kätzchen. Ne? Also bei ihm sieht man die jetzt auch noch. Bei den anderen sieht man die ja fast gar nicht. Aber da muss man aufpassen. Naja, so ein kleines Löchlein, das kriege ich schnell zu und das passt schon. Nichts Schlimmes. Wollt ihr raus? Go, Lilly. Friends, ihr seht, ich bin unterwegs. Es ging heute irgendwie ruckzuck nach der Arbeit, zack, zack, alles zusammengepackt, alles aufgeräumt. Das ist ja immer, wenn man länger steht, dann hat man einiges zum Umräumen und wieder safe machen, damit nicht umfällt oder irgendwas aufgeht oder so. Ja, jetzt war ich schon beim Tierarzt mit der Emmy. Emmy ist fertig, heute sogar ohne Termin. Es ging ruckzuck. Die wissen ja mittlerweile, dass ich jeden Monat komme. Und das ist das Schöne, das dauert eben 5 Minuten. Deswegen, ich habe ganz kurz gefilmt. Habt ihr ja gesehen, aber leider hochkant. Naja, das ging wie gesagt sehr schnell. Dann war ich jetzt, habe ich schnell die Wäsche weggebracht. Das war auch, ich habe das alles in eine 14 Kilo reingequetscht. Also ich hoffe, das wird sauber. Naja, die 18 Kilo waren nämlich besetzt und dann, ich warte nicht gerne. Ja, und jetzt war ich noch in der Apotheke. Sorry, wenn ich so schnell spreche, aber wie gesagt, heute geht alles so schnell. Und da habe ich jetzt 4x 300 Milligramm Allopurinol gekauft, weil die 100 Milligramm habe ich noch. Die 100 Milligramm sind immer in einer 100er Packung und davon habe ich noch zwei, sprich 200 Tabletten von der 100 Milligramm habe ich noch und in denen sind meistens immer nur 30 drin und deswegen habe ich jetzt 120. Ich kriege auch nicht immer, also ne, das ist immer so die Frage. Manchmal sage ich, ich möchte gerne 5, manchmal sage ich, ich möchte 10, dann sagen die, nee, so viele kann ich nicht verkaufen auf einmal an eine Person, ne, weil das ist natürlich auch irgendwie begrenzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt für 4 Stück 300 Milligramm Allopurinol 11,24 Euro bezahlt. Ja, genau. Das habe ich jetzt gemacht. Damit sind wir erstmal wieder, ja, das ist für dich, Hase, für die anderen Mädels, ja. Sind wir erstmal wieder safe und jetzt gehe ich rüber. Da ist noch ein China-Shop, weil ja, ich habe selbst das Filmen kriege ich nicht hin. Gehe ich jetzt zum China-Shop hier vorne, da, weil ich habe jetzt 30 Minuten Zeit. Mindestens für die Wäsche und dann ist ja noch mal trocken dran angesagt. Von daher bin ich hier eine Weile geparkt auf dem alten Parkplatz, obwohl ich gleich zum Lidl fahre. Weil jetzt, tada, jetzt kommt's, Friends. Ich habe vor 1-2 Wochen, habe ich gehört von einer guten Freundin, dass Rossmann hier aufmacht. Keine Werbung, aber ein deutscher Drogeriemarkt und das fehlt mir halt. So DM, Rossmann, die fehlen mir halt hier, ne? Deswegen, ja, und dann fahre ich eben da vorbei, da beim Lidl. Und dann sehe ich das Schild. Da habe ich gesagt, vielleicht ist das ja noch nicht, ne? Ist ja noch im Aufbau. Nee, seit dem 3. Februar. Wir haben jetzt den 13. Februar. Und ich werde da gleich mal reingehen. Ich freue mich. Wer freut sich mit mir? Ich liebe das ja, mit Wäsche und so über die Straße zu laufen, wenn man etwas weiter weggeparkt hat, muss das sein. Und da hat tatsächlich, ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil das windig ist, hat dort tatsächlich schon jemand meine Klamotten aus dem Trockner rausgeholt, weil dem das nicht so schnell genug ging. Waren nette Engländer, die haben mir das erzählt, irgendein Spanier. Ja, passiert, ne? Ist ja auch klar, wenn da nur 3 Trockner sind und hier ist schon was los heute. Hier ist schon was los. Von daher ist nicht schlimm, es ist alles trocken. Nichts dreckig geworden, alles gut.
Jetzt geht es alles einpacken und dann geht's zum Lüttel und Osman. Da sind wir. Tudu. Bin ich happy. Ich habe jetzt noch einen Haferdrink mitgenommen und das Einzige, was ich halt immer in mein Gesicht klatsche, neben den Augenbrauen, die ich sonst nicht habe, aber da gibt es einen Stift und da habe ich noch, ist Wimperntusche. Ein bisschen Frau ist noch dabei, ne? Ist ja auch mit den Nägels und so. Ja, da bin ich jetzt glücklich. Ist auch gar nicht so viel teurer als in Deutschland und vieles alles ist auf Deutsch, ne? Ist halt einfach auf Deutsch. Ich bin so glücklich. Ich hoffe, den gibt es jetzt auch nicht nur hier, sondern auch. Das verbreitet sich ganz schnell in ganz Spanien hier, Osman. Top. Und keine Werbung. Ich bin einfach nur happy. Happy, happy, happy. So, alles erledigt. Und jetzt mal kurz chillen und dann geht's wieder zurück, denke ich. Ich muss mal auf den Tacho gucken. 2:30. Ja, das lohnt sich nicht mehr zum Strand zu fahren. Bis 5:00. Naja, da war ich ja auch schon. Back between hier alle ganze Wäsche. Ja, ich kann das gar nicht richtig zeigen. Also hier hängt überall was, ne? Da hängt was. Es ist halt noch ganz feucht, also ganz leicht feucht. Ne? Das ist jetzt nur zum ein bisschen Lüften. Da liegt auch noch irgendwas Knös und hier hängt überall was. Deswegen habe ich diese Stangen. Die sind Gold wert, muss ich sagen. Überall da auch. Und hier und da liegt halt noch so ein bisschen anderer Knös. Schlüpper habe ich schon weggeräumt. Das ist trocken. Das ist Arbeit, das ist auch so relativ trocken hier im Bad. Natürlich auch, da habe ich die kleinen Stangen hängen. Da hängen auch ein paar Sachen. Ja, läuft, ne? So, jetzt muss ich noch draußen die Hundis wieder reinholen und dann, ich glaube, dann sollte ich auch mal was essen. Ich habe heute noch nichts gegessen und ich habe noch ein paar Bananen und einen Apfel. Und die Mäuse kriegen jetzt auch Kaustängchen, weil die so lieb waren. Hat sich nicht für die gelohnt heute, das Rumfahren. Geschafft. Ich bin so weit von geschafft. Alle tickt voll. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist, draußen ist halt nicht das beste Wetter. Ich habe jetzt noch Handtücher draußen über dem Spiegel hängen und über der Tür. So, die noch ein bisschen mehr klamm waren. Aber das ist schon trocken. Ne? Das soll jetzt einfach nur ein bisschen auslüften, ein bisschen ausdünsten. Aber es riecht so gut hier. Ja, jetzt habe ich überlegt, heute ist Montag. Ich wollte eigentlich am Mittwoch zum Strand fahren, aber ich habe gerade mal das Wetter gecheckt und das ist nicht angenehm. Also es ist mit 17 Grad jetzt nicht kalt, aber krasser Wind. Und da, wo ich hinfahre, da ist Wind definitiv. Deswegen werde ich vielleicht erst am Donnerstag fahren. Da ist die Hälfte an Wind. Die Hälfte an km/h an Wind. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Aber diese Woche ist eine besondere Woche. Ich sag nur Wassermann. Wer ist auch Wassermann? In die Kommentare. Hallo Hase, die Fliege nervt, ne? Wow. Bist du müde? Schlafeaugen hast du. Schlafeaugen. Ja, die Fliege nervt, ich weiß. Nur alle schlafen noch, ne? Alle schlafen. War so ein anstrengender Tag für die Hunde. Ja, genau. Ganzen Tag hier rumgechillt. Ne? So viel Fahrerei. Ja, ist immer anstrengend, ja. Anstrengend. Oh, anstrengend.
Und das Ähmchen hat heute einen ganz doofen Tag, ne? Weil du beim Tierarzt gewesen bist. Du beim Tierarzt gewesen bist, mein Schatzi, ne, Baby? Ja. Ja. Keine Schmerzen hat die Emmy, ne? Keine Schmerzen mehr, Schatz. Nein, Mami tut alles für deine Schmerzen, ne, Schatz? Okay? Ja, Baby. Hein doof. So süß. So süß, ihr zwei. Der dicke Kopf. Und die Mini-Maus-Maus? Die krummelt sich immer so schön in ihre Lieblingsdecke, ne, Schatzi? Ja. Ich habe so viele Decken, ne? Und die passen so viel besser zu meinem Gedöns. Aber es muss die Zebradecke sein. Es muss die Zebradecke sein, ne, Mama? Ja, Baby, guck mal. Da ist die Mühe. Mühe gar nicht raus will. Nein, Mühe gar nicht raus will. Schön muckelig, ne? Ja. Süße Maus. David, geh gut. Oh, Tati. Diego, wir sollten. Du bist ein kräftiger Kerl, ne? Du bist schon so kräftig. Du seid, wenn wir lecker kriegen gleich, ja, wenn wir lecker gleich kriegen. Oh, echt? Ja, wird die Oma und die lecker kriegt gleich. Ja, das hat die Mäuse. Das hat die beste Mäuse, lecker kriegt. Oh. Tja, so scheiße sieht man aus, wenn man einfach über so einen Hund trauert, der einfach in so ein Leben gekommen ist, unverhofft und, ja, ich ihm gerne ein schönes Zuhause geben würde, aber es geht einfach nicht. Ich kann das nicht einfach alles stemmen.